sind ja eigentlich aufs Sozialprojekt gekommen, weil wir ja zwei Integration das Kind in der Klasse gehabt haben. Und da sind wir eigentlich in der Krankenwoche drauf gekommen, weil wir wollten einfach mal ein anderes Projekt machen, als schon vorgegeben ist. Und da sie uns nachher sozusagen verlassen haben, weil sie beide in andere Schulen gegangen sind, hat sich das halt angeboten. Ja, und bei dem Sozialprojekt, da haben wir 5 Schwerpunkte. Der erste ist über Flüchtlinge, der zweite über alte, kranke Gefangene, der dritte über Behinderte und der vierte über Obdachlose und Drogensüchtige und der fünfte über Homosexuelle und andere Religionen. Warum ist der Daniel behindert und was sind seine Einschränkungen? Ja, also man kann es eigentlich nicht wirklich behindert nehmen, weil es war ein Problem bei der Geburt, weil er 3 Monate zu früh auf die Welt gekommen ist. Und da hat die Lunge nicht funktioniert, deswegen ist sein Gehirn abgestorben, zur Hälfte. Und es verfolgen zum Beispiel, er kann sich nicht selber, also er kann nur ein bisschen bewegen, also er kann sich selber nicht wirklich gescheit kontrollieren. Er kann nicht reden, er hat irgendwie eine eigene Sprache entwickelt, wo er reden kann. Ja, und wie verständigt ihr euch mit ihm, wenn er ja nicht deutlich reden kann? Ja, also wenn du jetzt viele Jahre mit ihm zusammenlebst, dann irgendwann lernst du es und du liest ein bisschen von den Lippen ab. Wie läuft der Alltag von Daniel eigentlich so ab? Bei uns tut er halt sitzt er mit uns zusammen und sonst tut er halt eigentlich meistens im Fernsehen schauen und Bücher lesen. Also wer er nicht lesen kann, dann schaut es einfach so durch. Wie wirkt seine Behinderung eigentlich auf euren Alltag aus? Er ist ja in einem Heim. Wenn er halt zum Beispiel da ist, hat jetzt meine Mutter zum Beispiel nicht Zeit, mit mir zum Beispiel schwimmen zu gehen oder sowas oder irgendwo hinzufahren, sondern dann müssen wir daheim bleiben. Ich bin jetzt nicht anders gewöhnt, ich bin schon seit meiner Geburt, ist das so und deswegen kenne ich das nicht anders. Ihr habt ja in Mansata Sisse aus Senegal besucht beim Basketballtraining. Warum? Ja, also wir haben das im Rahmen von unserem Sozialprojekt gemacht, weil das unsere Lehrerin uns vorgeschlagen hat. Welche Gefühle habt ihr da gehabt, wo ihr da hingegangen seid? Also am Abend eher müde und aufgeregt. Wie viele Vorurteile habt ihr da dagegen gehabt oder halt, beziehungsweise habt ihr irgendwelche Vorurteile gehabt? Also eigentlich haben wir keine Vorurteile gehabt, weil wir haben eigentlich nur kaum was über ihn gewusst. Also war eigentlich sehr locker, also man hat bei ihm eigentlich nichts gespürt von Aufregung oder sonst was. Also wenn man ihn jetzt so sieht, man kann eigentlich damit rechnen, dass er eigentlich ein normaler Mensch ist. Also dass er geflohen ist, das sieht man eigentlich nicht wirklich an. Okay, und mit welchen Erwartungen seid ihr da hingekommen? Also habt ihr euch eher vorgestellt, dass er besser Basketball spielen kann oder eher schlechter oder normal? Nein, jetzt ich muss ein bisschen sagen, er hat mich ein bisschen überrascht, wie er gespielt hat, weil es war doch schon sehr gut. Und wenn man überlegt, der ist erst 19. Also für das Alter kann der schon super Basketball spielen. What was the situation in Senegal like? My situation? Yeah. Yeah, my situation was like with 2 years, with just 1 year, I think. Yeah, 1 year and a half, I don't know exactly. Because they told me, I don't remember, I lost my father. He was dead and I was only with my mother since I have since 16, 17. It was too hard for me, like a child. But was waren für Ängste, Herausforderungen im Projekt generell? Also eigentlich die einzigste Herausforderung für mich persönlich war eigentlich das Interview zu führen, weil ich halt davor schon sehr aufgeregt war und eigentlich sowas noch nie gemacht habe. And I want to study so too. Yeah, maybe when I speak more German, I want to go study because I want to study like languages. Okay. I like languages and something like traductor. Are you ever going to return to Senegal or would you like to stay here? I want to stay here. That's what I'm thinking because I just want to try to help my family, my junior sister, my small sister and brother. But my objective is to stay here. Ihr habt ja im Rahmen des Sozialprojekts aber Geschenke eingekauft. Für wen waren sie und wohin gingen sie? Sie waren für rumänische Kinder, besser gesagt eigentlich auch für Familien. Und ja, es waren eine Woche vorher waren die Schwester Johanna da und die hat uns dazu einen Beitrag gezeigt, eben von Rumänien, wie sie unten waren, wie es die Kinder geht, was auch jedes Jahr an Spenden außerhalb von der Aktion OE geht, also seine Matratzen, seine Betten, seine anderen Sachen. Wie habt ihr die verpackt?
Na eben, es heißt Weihnachten im Schuhkarton. Wir haben einen Schuhkarton gekriegt und haben ihn mit Weihnachtspapier ausgeschmückt sozusagen. Hat es da irgendwelche Vorschriften gegeben, wie das etwas rein muss oder etwas nicht rein darf? Also Haselnussschokolade, so Zeug zum Essen halt eher nicht da, weil man kann gegen allergisch sein und das kann schimmeln und so weiter. Da wäre besser zum Beispiel Schulsachen, weil die kann es ja wirklich gebrauchen. Oder Zeug zum Anziehen wie Handschuhe oder Socken oder so. Welche Sachen habt ihr da reingetan? Und was habt ihr eigentlich dabei gedacht bei den Sachen, was ihr da reingetan habt? Ja, also ich bin mit zwei anderen Leuten in der Gruppe gewesen und wir haben halt hauptsächlich Schulsachen wie Blockstifte, Filzstifte reingetan und nachher halt noch Handschuhe, Socken, weil wir uns halt gedacht haben, die haben rein gar nichts und zumindest, dass sie etwas haben bei der Kälte. Weißt du nur ungefähr, wie viele es Pakete da gegeben hat? Ungefähr zwischen 15 und 20. Okay, also waren das nicht die ganze Schule, sondern nur ein paar Klassen, oder? Ja, unsere okay. Und die Nebenklasse.